Nürnberg, eine Stadt mit Geschichte. Rund 500.000 Einwohner sind heute in der Frankenmetropole zu Hause. Seit dem 11. Jahrhundert thront hoch über der Stadt die Burg. 32 Kaiser und Könige haben von hier aus deutsche Geschichte gemacht. Zu den Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt gehört der Hauptmarkt mit der berühmten Frauenkirche aus dem 14. Jahrhundert und dem schönen Brunnen. Jenseits der Pegnitz steht die im 13. Jahrhundert entstandene Lorenzkirche. Im Waffenhof am Königstor liegt, umringt von Türmen und Mauern der historischen Stadtbefestigung, der Handwerkerhof, seit dem Dürerjahr 1971 eine Touristenattraktion. Gegenüber erhebt sich das imposante Gebäude des Nürnberger Hauptbahnhofs, 1906 eröffnet. Nur wenige 100 Meter entfernt liegt das heutige DB-Museum, 1899 als Königlich-Bayerisches Eisenbahnmuseum eröffnet. Herzlich willkommen im DB-Museum in Nürnberg. In den nächsten 60 Minuten möchten wir Sie durch das älteste deutsche Verkehrsmuseum führen. 1835 fuhr von Nürnberg nach Fürth die erste deutsche Eisenbahn. Der legendäre Adlerzug hat heute im DB-Museum einen Ehrenplatz. Mittlerweile ist er sogar wieder betriebsbereit. Eingesetzt im Wiesental, im Frankenland, erinnert er an die Anfänge der Eisenbahnzeit in Deutschland. Nostalgie der besonderen Art. Der Adler verlässt Beringers Mühle in der Fränkischen Schweiz. Angehängt 4 historische, vorbildlich nachgebaute Wagen, die aussehen wie Postkutschen. Der Lokführer in Frack und Zylinder. Bilder, die an die Anfänge der Eisenbahn in Deutschland erinnern. Schon 1825 rollte in England der erste Dampfzug für die Personenbeförderung von Stockton nach Darlington. Der Konstrukteur George Stephenson war der Vater der ersten Dampflokomotiven Locomotion und Rocket, die als Urahnen gelten. Erst 10 Jahre später dampfte auch in Deutschland der erste Personenzug. Der Dampfwagen trug den stolzen Namen Adler. Er wurde noch aus England importiert. Für die 100-Jahr-Feier der Deutschen Eisenbahn 1935 wurde der Adler neu gebaut und zum 100. Geburtstag des DB-Museums wieder restauriert. Seitdem steigen nun wieder Rauchschwaden aus dem langen Schlot auf. Das Zischen und Fauchen des dampfenden Ungetüms ließ zwar 1835 die Pferde scheuen, doch waren die ersten Fahrgäste von der für sie atemberaubenden Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde begeistert. Heute ist das Eisenbahnromantik pur. Dieses Flüsschen, die Wiesent, gab dem Tal seinen Namen. Direkt daneben verläuft die Museumsbahnstrecke. Neben dem Adlerzug fahren von Juni bis September hier auch andere Züge der Dampfbahn Fränkische Schweiz. Von Ebermannstadt bis Beringers Mühle und zurück führt die Nostalgiereise. Rund eine Stunde braucht der historische Zug für die 15 Kilometer lange Strecke. Reisen wie vor fast 170 Jahren. Bilder zum Genießen.